Zu Beginn des Films betreten wir eine katholische Kirche, die für eine Hochzeit üppig geschmückt ist. Max Connor schreitet in seinem Hochzeitskleid den Gang entlang. Eine Frau gibt ihr Einverständnis und heiratet Dean Kamano. Die Frischvermählten besprechen ihre Pläne für die Flitterwochen und haben vor, allein zu sein. Das wird jedoch durch Hochzeitstraditionen verhindert, die die Braut dazu verpflichten, mit einem Freund des Bräutigams zu tanzen. Bald ist Dean des Wartens müde und nimmt seine Geliebte mit. Der Mann bewundert Max Hochzeitsoutfit und beschließt, mit den Nachtspielen zu beginnen. Unerwartet schläft die Frau jedoch ein, was Dean niederschmettert, da er nicht damit gerechnet hat, dass seine Hoffnungen für die erste Hochzeitsnacht unerfüllt bleiben. Am Morgen versucht Max, es wieder gut zu machen, aber sie fängt an zu kotzen. Dean gibt auf und macht sich auf den Weg zur Arbeit. Die Kollegen versuchen, die Details seiner ersten Hochzeitsnacht von ihm zu erfahren. In seinem Büro trifft Dean auf eine schöne Mitarbeiterin namens Wendy. Nach mehreren Provokationen stürzt sich der Mann auf sie, versucht sich aber zusammenzureißen und sich daran zu erinnern, dass er verheiratet ist. Trotzdem gibt Dean auf und beschließt, mit Wendy allein zu sein. In diesem Moment klopft jemand an die Tür und der Mann hört plötzlich die Stimme seiner jungen Frau. Dean gelingt es, Max zu bitten, herauszukommen, und er versucht, die junge Sekretärin loszuwerden. Doch die Braut kehrt ins Büro zurück und ertappt den Mann bei einer äußerst unzüchtigen Beschäftigung. Schon bald leitet Max die Scheidung ein und fordert $300.000 und einen Mercedes von ihrem Ehepartner. Der verärgerte Dean stimmt ihr zu, da er nicht versteht, wie er seine Frau wegen eines seltsamen und schrecklichen Fehlers verlieren kann. Mit dem neuen Auto fährt Max zur Tankstelle und trifft dort auf Wendy, die ihre Komplizin ist. Gemeinsam mit ihr betrügt die Heldin den unvorsichtigen Fahrer und bezahlt das Benzin mit seiner Karte. Wir erfahren, dass das Mädchen eigentlich Paige heißt und Max Tochter ist. Die Familie geht zu einem feierlichen Abendessen in ein Restaurant. Paige fängt einen Streit mit ihrer Mutter an, weil sie glaubt, dass sie bereit ist, alleine zu arbeiten und reiche Männer zu verführen. Max erinnert sie jedoch daran, dass es sehr schwer ist, denn man kann sich verlieben, ein Kind bekommen und mit nichts dastehen, so wie es bei ihr selbst in ihrer Jugend war. Die Frau schlägt vor, nach New York zu fahren und dort ihr weiteres Vorgehen zu überdenken. Daraufhin zerdrückt Max einen Aschenbecher mit seinem Absatz und gibt Glasscherben in seinen Salat, um auf Kosten des Restaurants zu Abend zu essen. Die Heldin versucht, Geld von der Bank abzuheben, aber ein Angestellter der Steuerbehörde taucht auf und teilt mit, dass zuerst $247.000 auf das Konto einer Strafe für die Nichtzahlung von Steuern für mehrere Jahre gegeben werden müssen. Max hat nur 90 Tage Zeit, um so viel Geld aufzutreiben, sonst kommt sie ins Gefängnis. Paige bietet ihr an, nach Miami zu fahren, um eine große Summe Geld zu finden. Max hält diese Idee für leichtsinnig, stimmt aber trotzdem mit seiner Tochter überein. Die Betrüger gehen in ein teures Hotel und überlegen, wie sie dort umsonst übernachten können. Max schubst seine Tochter und tut so, als würde sie auf den nassen Fliesen ausrutschen. Die Hotelangestellten entschuldigen sich vielmals und geben Paige eine Suite für eine Nacht. In der Zwischenzeit beschließt der verletzte Dean, sich mit seiner Ex-Frau auseinanderzusetzen. Am nächsten Tag segeln Max und ihr Komplize auf einem Boot und studieren mögliche Freier für ihre neue Masche. Bald wird die Heldin auf den älteren, reichen William Tenchi aufmerksam und hofft, dass sie zusammen mit der Scheidung sogar eine wohlhabende Witwe werden kann. Paige streitet sich erneut mit ihrer Mutter, weil sie glaubt, dass sie sich ein schlechtes Ziel ausgesucht hat. Max hingegen argumentiert, dass es viel Geschick braucht, um einen Mann in 3 Monaten zum Heiraten zu bewegen. Um sich für ein Ziel zu entscheiden, schließen Mutter und Tochter eine Wette ab. Demnach wird derjenige, der einen Mann verführen kann, der in der Nähe der Bar sitzt, das nächste Ziel wählen. Paige hat das Opfer erfolgreich verführt, aber Max hustet, also wird ihr der Drink zuerst angeboten, was bedeutet, dass die Jagd für Tenzi durchgeführt wird. Die Heldin beginnt ihre Jagd bei der Auktion und rechnet damit, dass Tenzi sie beim Kauf der Statue überbieten wird, aber der Mann beginnt zu ersticken und das Luxusgut geht an die Dame. In der Zwischenzeit versucht Paige, ein anderes Ziel auf eigene Faust zu verführen. Doch das Mädchen verpasst sie und geht in eine Bar. Dort spricht ein gut aussehender Mann namens Jack Page an und bietet ihr einen Drink an. Das Mädchen kritisiert seinen trivialen Versuch, sie kennenzulernen, aber der Mann gibt lächelnd zu, dass er hier als Barkeeper arbeitet. Der Mann, hinter dem Paige her ist, betritt die Bar, schenkt ihr aber nicht die geringste Aufmerksamkeit. Max schafft es, den Kauf einer teuren Statue loszuwerden, indem er einen der Angestellten betört. Paige setzt ihre Versuche fort, das Muttersöhnchen zu verführen und verschluckt sich unerwartet an einer Olive. Ein Barkeeper kommt dem Mädchen zu Hilfe, aber das Mädchen ist wütend auf ihn und reitet anschließend auf Wunsch ihrer Mutter zu der Stelle, um Tenches Erscheinen abzuwarten.
Paige wirft Spikes auf die Straße, aber Jack fällt in sie hinein. Das Mädchen bemerkt, dass Tenshi auf der Straße aufgetaucht ist, also schiebt sie den Barkeeper aus dem Weg, um ihn vor einem Unfall zu bewahren. Max sieht den Autounfall und will dem Mann helfen. Doch Paige entfernt die Stacheln nicht und ihre Mutter findet sich in der gleichen Situation wieder. Max schafft es, Tenshi davon zu überzeugen, dass er ins Krankenhaus gehen muss, während ihre Tochter Jack mit einem Kuss ablenkt. Am nächsten Tag geht die Heldin ins Krankenhaus, um den Mann zu besuchen, während Paige in einer Bar ihre Handtasche holt und herausfindet, dass Jack eigentlich kein Barkeeper ist, sondern der Besitzer des Lokals, und zwar ein ziemlich reicher Mann. Max gibt sich als russisches Mädchen namens Olga aus und ahmt ihren Akzent nach. Bald lädt Tenshi die Heldin zu sich nach Hause ein. Die Haushälterin, Miss Madres, begrüßt Max unfreundlich und ihr wird klar, dass sie sich darum kümmern muss. Tenshi nimmt die Heldin in ein russisches Restaurant mit, wo sie versucht, ein Gericht auf Russisch zu bestellen, was nicht wirklich klappt. In der Zwischenzeit beschließt Paige, auf eigene Faust und ohne ihre Mutter zu arbeiten und Jack heimlich zu folgen. Es stellt sich heraus, dass der Mann an den Wochenenden an den Strand geht, um sich die Sterne anzuschauen. Paige bezirzt den Mann und er erwidert ihren Charme. Leider laufen die Dinge für Max nicht ganz so, wie geplant. Ein Kellner namens Wladimir vermutet, dass die Frau überhaupt kein Russisch versteht und beschließt, ihr Date zu ruinieren. Als die Heldin gerade mit Tenshi gehen will, ruft er plötzlich Max auf die Bühne, um ein russisches Lied zu singen. Der Frau gelingt es, sich mit Wladimir zu einigen und sie singt das Lied schließlich auf Englisch. Paige erinnert sich daran, dass sie zurückkehren muss und macht mit Jack Schluss, indem sie sich Jane nennt. Max umarmt Tenshi und danach spuckt sie aus, weil der Mann ständig raucht. Miss Madres bemerkt das und gesteht, dass sie die Heldin längst durchschaut hat und nicht zulassen wird, dass der Hochstapler ihr das Erbe wegnimmt, das sie in jahrelanger Arbeit verdient hat. In der Zwischenzeit verführt Paige weiterhin den Barbesitzer, in der Hoffnung, ihre Mutter in dieser Kunst zu übertreffen. Schon bald bittet Max sie um ihre Hilfe bei der Beseitigung von Miss Madres. Paige platziert ein teures Feuerzeug und den Schmuck ihrer verstorbenen Frau Tenshi im Zimmer des Hausmädchens. Als der Mann das alles sieht, ist er von seiner Haushälterin enttäuscht und entlässt sie schließlich. Max ist sich sicher, dass Tenshi ihr in ein paar Tagen einen Heiratsantrag machen wird, also arrangiert sie, dass ihre Tochter den Platz von Miss Madres einnimmt. Jack wartet auf Paige und versteht nicht, warum sie sich so verspätet. Das Mädchen schafft es, Tenshi zu bezirzen, aber ihre Mutter kritisiert ihre Methoden. Max ahnt, dass die Tochter etwas verheimlicht, lässt sie aber trotzdem spazieren gehen. Paige eilt ihrerseits zu Jack, der ihr gesteht, dass er in sie verliebt ist. Die beiden werden von Max mit Argwohn beobachtet, die beschließt, ihrer Tochter zu folgen. Zu Hause spricht die Heldin mit Paige und versucht ihr zu erklären, dass sie noch nicht bereit ist, einen jungen Mann zu verführen, ohne das Risiko einzugehen, sich in ihn zu verlieben. Doch das Mädchen ist zuversichtlich, dass sie es schaffen wird. Paige geht zu Jack und merkt plötzlich, dass die Worte ihrer Mutter wahr waren. Das Mädchen sagt, dass sie ein schlechter Mensch ist und versucht zu gehen. Bald trifft Max einen Steuerbeamten, der sich als ihr langjähriger Freund entpuppt. Barbara gibt zu, dass sie Paige nicht wirklich täuschen wollte, indem sie sagt, dass eine große Summe Schulden auf ihnen lastet, aber die Heldin erinnert sie daran, dass es zum Wohle des Mädchens geschah, da sie noch nicht bereit ist, zu arbeiten und allein zu leben. Max kehrt ins Hotelzimmer zurück und sieht, wie ihre Tochter traurig ist und Jacks Anrufe abbricht. Kurze Zeit später betritt Tenshi unerwartet das Zimmer. Der Mann macht Max ein unglaubliches Geschenk, er gibt ihr die Statue zurück. Die Heldin beschließt, so schnell wie möglich einen Heiratsantrag von Tenshi zu bekommen, also übergibt sie ihm einen Umschlag mit der Nachricht, dass sie morgen nach Russland abgeschoben wird. Max' Plan geht auf und sie bekommt ihren Ring und eine schnelle Gelegenheit, etwas Geld zu verdienen. Die Heldin berichtet Paige von ihrem unglaublichen Erfolg, aber ihre Tochter teilt ihre Freude nicht. Tenshi beginnt darauf zu bestehen, nachts zu spielen, verschluckt sich aber an ihrem Essen, fällt um und erstickt schließlich. Paige und Max versuchen, einen Mann nach Hause zu bringen, aber es taucht ein neues Problem auf. Dean taucht in der Hotellobby auf und versucht, mit der Heldin zu reden. Der Mann holt Max ein und macht ihr nachdrücklich einen Heiratsantrag. Er will noch einmal ganz von vorne anfangen und keine Fehler mehr machen. Um Dean loszuwerden, fesselt die Heldin ihn in ihrem Zimmer, danach versucht sie weiter, Tenshi wieder in sein Haus zu bekommen. Mit Hilfe der Putzfrau erfährt der Mann, dass ein anderer Mann in Max' Zimmer war, der seine Brieftasche vergessen hat. Dean bricht in Tenshis Villa ein und erfährt, dass ihre Ehe ein Schwindel war. Der Mann beginnt, die Heldin zu erpressen, und die Dame bietet ihm an, ihm das Geld zurückzugeben, wenn er schweigt.
Max erzählt seiner Tochter von ihrem Betrug, aber als alle Komplizen in der Bank eintreffen, stellt sich heraus, dass Barbara sie ausgetrickst und das ganze Geld gestohlen hat. Paige tröstet ihre Mutter und bietet ihnen einen neuen Deal an. Das Mädchen wird Jack heiraten, um bei der Scheidung 1,5 Millionen Dollar zu bekommen und die Schulden bei ihrer Mutter zu begleichen. Nachdem sie erfahren hat, dass der Mann dann die Bar verkaufen muss, beschließt Paige, diese Idee aufzugeben, aber Dean zwingt sie, den Betrug fortzusetzen. Am Ende heiratet Jack das Mädchen und der Zeitpunkt der ersten Hochzeitsnacht rückt näher. Paige tut wie geplant so, als ob sie schliefe. Das Mädchen ist sich sicher, dass Jack sich nicht in ihre Mutter verlieben wird, aber Dean bittet sie, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Max versucht unterdessen verzweifelt, den Bräutigam zu verführen, der sich grob verhält und nur an die Braut denkt. Jack gibt zu, dass er den Mann, den er liebt, nicht betrügen kann und versucht zu gehen. Die Heldin bittet ihn zu bleiben und macht ihn betrunken. Als Paige in den Raum stürmt, sieht sie ihren Verlobten in Max' Armen, was ihr das Herz bricht. Während der Scheidung streitet Jack nicht über die Bedingungen und versucht nur, mit seiner Verlobten zu reden. Max gesteht Dean, dass sie den Mann mit Alkohol betäubt hat, aber der Mann konnte ihr widerstehen. Das macht den Mann wütend und er zwingt die Heldin, vor ihrer Tochter alles zu gestehen. Max erzählt seiner Tochter die Wahrheit und beschließt, dass er ihr das Glück und die wahre Liebe nicht vorenthalten kann. Daraufhin geht die Heldin zu Dean und stellt ihre Beziehung zu ihm wieder her. Paige trifft sich unterdessen mit Jack in einer Bar, gibt ihm die Grundstücksurkunden und sagt ihm ihren richtigen Namen. Max beschließt, sein Geld zurückzubekommen und schickt ihn zu Gloria, die jetzt einen Mann statt seiner Tochter benutzt. Dies ist das Ende des Films. Danke, dass ihr euch den Film bis zum Ende angesehen habt. Gebt diesem Video ein Like. Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Film haltet, und wir sehen uns in neuen Videos.